Haben Sie Haustiere? Haben Sie bestimmt auch schon mal das ein oder andere Foto von Ihren Lieblingen gemacht? Tanja Brandt aus Düsseldorf, die macht das leidenschaftlich gerne. Sie schießt nämlich ganz besondere Schnappschüsse von ihren zwei tierischen Mitbewohnern. Schäferhund Ingo und Steinkauz Poldi sind nämlich inzwischen dank Frauchen weltweit kleine Stars im Internet. Es sind die Bilder einer ungewöhnlichen Freundschaft. Ingo und Poldi, ein Herz und eine Seele. Auf hunderten Fotos hat Besitzerin Tanja Brandt ihr ungleiches Pärchen inzwischen verewigt. Der belgische Schäferhund und der kleine Steinkauz. Inzwischen für Fotos ein eingespieltes Team. Ohne zu knurren, macht der Hund geduldig mit. Der hat da Spaß dran, der hat Riesenspaß dran. Das ist so seine Aufgabe. Andere hüten Schafe und er ist halt ein Model. Halt feste. Es dauert nur Sekunden, bis Hund und Kauz verstehen, was die Fotografin von ihnen möchte. Innerhalb von Minuten sind Motive wie diese dann im Kasten. Auch für Steinkauz Leopold sind die Fotos mit dem Hund kein Problem. Dem Kauz geht's gut. Der ist 99% vom Tag in seiner Voliere und ist der Prinz. Und Spaziergang macht ihm Spaß, da guckt er überall rum. Und dann ist es vielleicht, das sind vielleicht 3-4 Bilder oder sowas und dann laufen wir weiter. Das ist mehr Spazieren und die Bilder sind wirklich so nebenher. Zu Hause bei Tanja Brandt. Hunde und Greifvögel sind seit Jahrzehnten das große Hobby der 46-Jährigen. Auch wenn Bekannte kommen, sind Ingo und Poldi immer dabei. Um den Steinkauz muss sich die ausgebildete Falknerin dabei keine Sorgen machen. Der Kleine ist eigentlich Chef. Also wenn dem jetzt was nicht passt oder so, dann ist er schon mürrisch und dann weiß er schon Bescheid. Dann zieht er sich auch zurück. Oder macht einfach die Augen zu und Ingo, komm her. Ingo, komm her. Mensch, schau mal auf da. Viele tausend Fotos von ihren Lieblingen hat die ehemalige Lkw-Fahrerin schon geschossen. Erst mit der Zeit wurden die Ergebnisse immer besser. Auch bei der Nachbearbeitung sind die beiden Hauptdarsteller immer dabei. Ich fotografiere eigentlich schon ewig, aber früher war ich allerdings, muss ich dazu sagen, ich war immer der, früher konnten wir doch im Drogeriemarkt die Bilder abholen und ich hatte immer nur aus Mitleid, haben die mir eins gegeben, weil die alle so schäbig waren, die wurden halt nichts. Und irgendwann hatte ich Ideen, was für Fotos ich von meinen Tieren haben wollte. Und ich hatte aber niemanden, der die Ideen so umgesetzt hat und dann musste ich die selbst umsetzen und dann habe ich das einfach gemacht. Dann habe ich noch ein paar Workshops besucht. Ingo, was guckst du denn wie so ein Bachel? Und dann habe ich ein paar Workshops besucht und habe selber eine Menge gelernt und habe das einfach so gemacht. Was ist mit dir? Der belgische Schäfer und Ingo wohnt bei Tanja Brandt im Haus. Steinkauz Poldi hat eine eigene Voliere im Garten. Seit Jahrzehnten stehen bei der Falknerin die Tiere im Mittelpunkt. Ich kam irgendwie aus einer Tierhasserfamilie und ich war die Einzige, die irgendwie die Begeisterung für Tiere hatte. Also meine Eltern nicht wirklich, mein Bruder auch nicht und ich war ja die Einzige, die das halt so hatte. Auf zu einem neuen Shooting. In einer Katzenbox fährt Steinkauz Poldi gerne mit. Zu jeder Jahreszeit macht sich Tanja Brandt mit den Tieren auf den Weg. Mancher wundert sich dann über die am Boden liegende Frau. Die rufen auch schon ab und zu mal Notarzt oder die Feuerwehr oder machen sich sonst wie Sorgen. Und wenn ich fotografiere, dann bekomme ich nichts mit um mich rum. Also ich kriege da wirklich gar nichts mit. Und ich kriege das erst mit, wenn der Ingo irgendwie komisch schaut. Wenn ich durch die Kamera schaue und der Ingo schaut irgendwie komisch, dann kriege ich erst mit, dass irgendjemand hinter mir steht und irgendwie den Notarzt rufen will oder so. Hund und Steinkauz in einer Blumenwiese. Die Idee für das nächste Motiv steht. Schäfer und Ingo hört beim Fototermin wirklich auf jedes Wort. Klasse, Poldi. Ingo, Kopf unten. Unten. Prima, den ist zu warm. Klasse. Er kennt Sitzplatz, Steh, Kopf unten, Kopf oben. Zurück, nach vorne, Kopf rechts und links mache ich mit kleinen Steinchen. Er kennt aufpassen, dass er ein bisschen dramatischer schaut. Solche Motive gehen dank Internet inzwischen um die ganze Welt.
Tausendfach werden die Bilder von Ingo und Poldi mittlerweile angeklickt. Weil sich die Qualität der Tierfotos so herumgesprochen hat, fotografiert Tanja Brandt nun auch immer öfter fremde Tiere. Okay. Ärztin Naomi Höhner hat schon mehrere Shootings für ihre 4 Schäferhunde gebucht. Die werden schon, ja, die werden schon schön sein, ich bin mir ganz sicher. Schon eine besondere Erinnerung auch. Ja, natürlich, auf jeden Fall, immer wieder. Ich meine, ich habe jetzt auch schon hunderte von meinen Hunden, aber man kann irgendwie nie genug haben. Jeder Tag ein neuer Tag. Klasse. Hund und Steinkauz schauen über einen Baumstamm. Dieses Motiv in der Natur hat Tanja Brandt nach kurzer Vorbereitung schnell im Kasten. Nur Bilder von einem Tier allein sind manchmal schwieriger zu realisieren. Die sind normalerweise wirklich entspannt, die haben Spaß dran. Beide, also außer einer hat schlechte Laune, der Kauz. Aber ansonsten, ja, man sieht es ja, also der Ingo hat riesen Spaß dran, der muggelt sich auch alleine ins Bild. Also wenn ich nur den Kauz fotografiere, dann schmuggelt er sich einfach ins Bild. Das ist so. Die Ideen für neue Motive mit Schäfer und Ingo und Steinkauz Poldi gehen der Düsseldorferin noch lange nicht aus. Eigentlich macht sie die Fotos nur für sich. Doch weil so viele Nachfragen kommen, denkt Tanja Brandt inzwischen auch über einen Kalender oder ein Bildband nach.